Hi guys, was geht und willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video spielen wir Half-Life. Das Spiel ist, glaube ich, ab 16, aber juckt. Ich habe schon ziemlich viel davon gesehen. Nicht vom Gameplay, aber von Mythen her habe ich schon ein bisschen was gesehen. Aber sonst sage ich nichts über das Game. Ich weiß, dass es in dem Portal-Universe spielt, dem Game, welches wir am Montag durchgespielt haben. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen mit dem Game und ja, schauen mal, was passiert. Ich muss sagen, einfach, weil ich keinen Plan davon habe. Gehe ich mal auf einfach. Guten Morgen und willkommen im Black Mesa Transitsystem. Dieser automatische Zug dient der Sicherheit und der Bequemlichkeit des Personals dieser Forschungsanstalt. Es ist 8.47 Uhr. Die Temperatur an der Oberfläche beträgt 31 Grad. Wir erwarten heute eine Höchsttemperatur von bis zu 40 Grad. Im Black Mesa Komplex wird die Temperatur ständig auf angenehmen 22 Grad gehalten. Okay. 22 Grad. Das ist schon wieder. Dieser Zug kommt von den Ruheräumen in Level 3 und fährt zu den Testlabors und den Kontrollräumen in Sektor C. Sollte Ihr Ziel ein Hochsicherheitstrakt hinter Sektor C sein, so müssen Sie zum zentralen Transitkreuz in Trakt 9 zurückkehren und von dort aus einen Hochsicherheitszug nehmen. Falls Sie Ihre Identität noch nicht vom Retina-Sicherheitssystem überprüfen ließen, melden Sie sich bitte bei der Personalabteilung von Black Mesa. Dort werden Sie den Vorschriften entsprechend überprüfen. Erst dann erhalten Sie Zutritt zum Hochsicherheitsteil des Transitsystems. Okay, verstanden. Aufgrund der hochgiftigen Materialien, die im Black Mesa-Komplex verarbeitet werden, ist es innerhalb des Transitsystems nicht gestattet, zu rauchen, zu essen oder zu trinken. Was? Bitte halten Sie Ihre Arme und Beine stets innerhalb des Zuges. Versuchen Sie nicht, die Türen des Zuges zu öffnen, bevor dieser an einer Haltestelle zum völligen Stillstand gekommen ist. Sollte ein Notfall eintreten, werden die Passagiere gebeten, sitzen zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Falls ein Verlassen des Zuges unumgänglich sein sollte, bitte verletzte Personen zuerst evakuieren. Bitte halten Sie Abstand zu den Schienen, da diese unter Strom stehen. Begeben Sie sich zu einer Notfallstation, bis Hilfe eintritt. Zurzeit gibt es freie Stellen bei Materialtransport und Wachdienst mit niedriger Sicherheitsstufe. Weitere Informationen erhalten Sie in der Black Mesa Personalabteilung. Haben Sie einen Bekannten, der über einen Hintergrund auf den Gebieten theoretische Physik, Biotechnologie oder anderen hochtechnisierten Fachgebieten verfügt, setzen Sie sich bitte mit unserer Rekrutierabteilung für Zivilpersonen in Verbindung. In der Black Mesa Forschungsanstalt werden alle Bewerbungen und alle Angestellten absolut gleich behandelt. Eine wichtige Erinnerung an alle Mitarbeiter. Damit Ihr Arbeitsverhältnis im Forschungsinstitut bestehen bleiben kann, müssen Sie sich regelmäßigen Untersuchungen hinsichtlich Verseuchung durch Strahlung und Giftstoffe unterziehen.
Sollten Sie einen anberaumten Termin für Urinanalyse oder Strahlungsmessung versäumen, ist dies ein Grund für fristlose Kündigung. Wenn Sie glauben, während Ihrer Arbeitszeit in Kontakt mit radioaktiver Strahlung oder anderen gefährlichen Materialien gekommen zu sein, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Strahlungssicherheitsbeauftragten in Verbindung. Arbeiten Sie sicher, arbeiten Sie klug. Ihre Zukunft hängt davon ab. Wir erreichen jetzt die Testlabors und die Kontrollräume in Sektor C. Wir müssen raus. Bitte treten Sie von den automatischen Türen zurück und warten Sie, bis der Sicherheitsbeamte Ihre Identität überprüft hat. Bevor Sie den Zug verlassen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie nichts vergessen haben. Danke. Wir wünschen Ihnen einen sicheren und produktiven Tag. Guten Morgen, Gordon. Sieht so aus, als wären wir heute etwas spät dran, was? Ich hatte hier eine ganze Reihe Nachrichten für dich. Aber vor ungefähr 20 Minuten. Hey, hör auf damit! Was ist los, Gott? Willst du mich in Schwierigkeiten bringen? Ah, wahrscheinlich muss ich hier weiter, ne? Wie die ausgeht. Sie bitte, entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Oh, schön, Sie zu sehen. Ist das Albert Einstein? Ich will jetzt nicht gestört werden. Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde im Testraum sein? Ich will jetzt nicht gestört werden. Ja, wo ist denn der Testraum? Wo bist du? Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde im Testraum sein? Wohin muss ich denn? Freeman! Tut mir leid, Gordon. Mir wurde ausdrücklich gesagt, dass ich dich ohne Schutzanzug hier nicht durchlassen darf. Okay, Zugang verweigert. Oder wohin muss ich? No smoking? Ja. Lol, ich bekomme das. Hallo. Oh, doch noch. Sad. Hard Rise Person alone. Die meisten Ergebnisse der Simulation sind absolut akzeptabel, wissen Sie? Ah, du bist hier? Warum tragen wir eigentlich alle diese lächerlichen Krawatten? Keine Ahnung, Bro. Muss ich doch nicht gehen? Ah. Ah, da muss ich schon echt etwas drücken, ne? Willkommen beim Schutzsystem HIV Mark 4 für den Einsatz unter gefährlichen Umweltbedingungen. Also, wo habe ich bloß schon wieder die Anleitung für die Abschaltung? Ich hoffe, diese Abriegelungsparameter sind immer noch korrekt.
Das ist alles noch innerhalb der theoretischen Grenzen. Bro, mach doch was. Oder was muss ich tun? Entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Alter. Ich muss einfach hier stehen. Ich frage mich, ob ich den Test nochmal machen soll. Ja, mach ihn einfach. Hallo. Oh, das Licht. Kannst du nicht einmal diesen Scheiß-Test machen? Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bis das Experiment abgeschlossen ist. So, dann warte ich eben nochmal. Und zünd ihn wieder an. Ach, muss ich ihm folgen? Ach, ich muss ihm bitte wahrscheinlich folgen, ne? Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bis das Experiment abgeschlossen ist. Danke. Jetzt einfach hier raus. Und jetzt muss ich auch wieder zurück, ne? Entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. I see. Geh ruhig durch. Scheint dir heute heiß herzugehen. Kann ich jetzt die Tür nicht öffnen? Okay. Dr. Bidwell meldet, supraleitendes Austauschmodul wurde aktiviert. Okay, ich will jetzt... Okay, ich muss irgendwie den Fahrstuhl. Umgebracht. Ups. Achtung, neuer Versuch im Labor für experimentelle Triebwerke in 90 Minuten. Wir haben die Probe gerade in den Testraum geschickt. Wir haben den Antimateriespektrometer bis auf 105% hochgeschraubt. Ist ein bisschen gefährlich, aber wir brauchen die zusätzliche Energie. Die Verwaltung will unbedingt eine aufschlussreiche Analyse von der heutigen Probe. Wahrscheinlich hatten sie ziemliche Probleme, das Material zu bekommen. Sie werden schon erwartet, Freeman, im Testraum. Zugang verweigert. Hallo! Moment erreicht! Was zum Teufel ist mit uns bei Gerhard los? Er sollte
sollte doch überhaupt nicht passieren. So, welche Seite? Ja, die Seite. Ich möchte, wir folgen heute nicht ganz den standardmäßigen Analyseprozeduren, Freeman. Schon, aber mit gutem Grund. Eine solche Gelegenheit haben wir schließlich nur selten. Hier handelt es sich um das reinste Material, das wir je gesehen haben. Ich und das potenziell am wenigsten stabile. Was soll's? Wenn Sie die Standardprozeduren bei der Eingabe beachten, ist alles in bester Ordnung. Ich verstehe nicht, wie Sie das sagen können. Gut, ich gebe zu, dass die Möglichkeit eines Szenarios, in dem sich die Resonanz aufschaukelt, extrem unwahrscheinlich. Ich bin sicher, dass Freeman das alles absolut nicht interessiert. Er ist schließlich ein bestens ausgebildeter Profi. Und wir haben der Verwaltung versichert, dass nichts schiefgehen. Na gut, Sie haben ja recht, Freeman. Wir haben absolutes und völliges Vertrauen in Sie. Also dann los. Lassen wir ihn doch endlich reingehen. Ja, lass mich rein. Haben wir denn das Gefühl, dass gleich alles explodiert wird? Test! 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 Es scheint alles in Ordnung zu sein. Also gut, Freeman. Der Schutzanzug dürfte für alle Eventualitäten ausgerüstet sein. Sie erhalten das Material in wenigen Augenblicken. Wenn Sie so gut wären, da raufzuklettern und die Rotoren anzuwerfen, können wir den Antimaterie-Spektrometer auf 80% bringen und diesen Wert halten, bis der Behälter ankommt. Hast du das wieder anschauen? Ich glaube, jetzt hier oben. Ich schaue das hier oben. Sehr gut. Jetzt machen wir weiter. Energie für Transmitterphase 1 in 3, 2, 1. Oh. Die Phasenanordnung scheint. Ups. Das war nicht so ganz gut. Test, Test, Test! Es scheint alles in Ordnung zu sein. Also gut, Freeman. Der Schutzanzug dürfte für alle Eventualitäten ausgerüstet sein. Sie erhalten das Material in wenigen Augenblicken. Wenn Sie so gut wären, da raufzuklettern und die Rotoren anzuwerfen, können wir den Antimaterie-Spektrometer auf 80% bringen und diesen Wert halten, bis der Behälter ankommt. Sehr gut, jetzt machen wir weiter. Energie für Transmitterphase 1 in 3, 2, 1. Die Phasenanordnung scheint stabil zu sein. Phase 2, Aktivierung, jetzt. Freeman, wir wissen nicht, wie lange das System auf diesem Level funktionieren kann oder wie lange die Auswertung dauert. Machen Sie bitte so schnell Sie können. Ja, was soll ich denn machen? Hochkondensatoren bei 105%. Ja, es ist wahrscheinlich kein Problem. Vermutlich nicht, aber... Ich habe eine kleine Abweichung in... nein, doch nicht. Jetzt ist wieder alles im vertretbaren Bereich. Die Sequenz läuft weiter. Ich erhalte gerade die Information, dass das Material bereit ist, Freeman. Sollte jetzt jeden Augenblick zu Ihnen hochkommen. Schauen Sie mal im Ausgabeschacht nach. What the?
der Typ ist definitiv einer. Telefone sind tot. Sehen Sie zu, dass Sie so schnell wie möglich an die Oberfläche kommen und sagen Sie irgendjemandem, dass wir hier unten festsitzen. Sie werden mich brauchen, um die Retina-Scanner zu aktivieren und auch der Rest des Teams wird Ihnen mit Freude helfen, da bin ich mir ganz sicher. Okay. Jetzt beginnt der Spaß.
die Flagge hier, das finden wir nicht mehr. Das ist genau so, wie er wird schon alles geklappt. Alles geklappt. Das geht kaputt. Hauptsache, das geht. Du kannst mich kaputt schlagen. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Muss ich jetzt auf den Weg? Digga, du fliegst! Oh, der Helm ist weg. Wir sind so in der Facility, aber ich weiß nicht, wohin ich muss. Thank you.
legit Jumpscare gewesen. Die geben No Job. Alter, es zieht so den Bach runter. Oh, das ist schon Bach runter. Alter, fuck. Du lebst noch? Da bist du. Dann gruselig sind sie nicht, sie sind einfach nur laut. Aber ja, ich sehe gerade, der Part ist schon recht lange. Eine halbe Stunde. Oh fuck, ich hab ein bisschen übertrieben. Jude. Ich lasse das Ganze uncut. Ihr sollt das Ganze genießen können. Und ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kamitendo. Ich hoffe, ihr feiert das LP genauso wie ich, denn es ist ein unglaublich geiles Game. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kamitendo. Haut rein.